Alter. Alter, ich bin so behindert. Oh, nee, ey. Oh Gott. Leute. Leute, ich flippe aus. So, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Zelda Breath of the Wild. Und diesmal sind wir dabei, hoffentlich den letzten Kontrollpunkt zu finden. Und ja, wir gucken mal, dass wir endlich hier diesen Feuertitanen erledigen können. Also, der letzte Punkt ist genau in Blickrichtung des Schwanzes. So, das heißt, in der Richtung, wo ich hingucke, da ist ein Raum, oder nicht? Guck mal hier. Guck mal hier. Was ist das? Da. Hey. Das muss ich doch anzünden. Ist das... Warte mal. Ey, nee, ne? Es ist ein Loch, Alter. Ich glaub's doch nicht. Da ist ein Loch. Und da muss man das Ding anzünden, oder was? Och, nee. Ich krieg zu viel, Leute. Ich krieg zu viel. So, wie krieg ich das Ding jetzt an? Warte mal. Wahnsinn, Alter. Ich suche mir hier einen Wolf und das Ding ist genauer Eingang, wirklich. Komme ich hier mit einem Pfeil durch? Durch dieses Loch? Nee, oder? Nur mal so zu gucken. Ganz schön weit der Weg. Und vor allem, da ist das Feuer. Das kann ich doch gar nicht anzünden, so. Nee. Also das kann es irgendwie nicht sein. Hm. Warte mal. Ist ja noch mehr Feuer. Okay, ich nehme erstmal wieder mein Gerät hier mit Fackel anzünden. So, hier habe ich mein Feuerchen. Okay, anzünden kann ich es nicht. Nicht werfen. Ja. Nochmal. Komm. Ich glaube, das ist aber nur nicht geplant, oder? Ne? Nee. So ist es nicht geplant. Warte mal. Wie können wir das denn aufmachen? Ist da wieder so ein Mechanismus? Durchs Drehen? Nee, oder? Nee, wenn ich es drehe, dann bin ich ja... Wenn ich das drehe, warte. Wenn ich es drehe. So, dann sehe ich das so. Bringt mir das irgendetwas weiter? Das Feuer ist jetzt wahrscheinlich... Aha, das Feuer ist jetzt in der Höhe, wo ich vielleicht abschießen könnte, oder? Nee, doch nicht. Nee, scheiße. Mann, es muss doch hier noch weitergehen. Wie komme ich das Ding denn auf? Oh, ist da eine Kiste, die ich noch nicht aufgemacht habe? Oh, dann nehme ich die mal, ne? Ja. Eine Fackel, ja, habe ich schon, danke. Ich hätte auch gedacht, die kriege ich irgendwie da durch, aber irgendwie nicht. Warte mal, hier ist nichts, hier ist nichts. Hm. Ey, nee, ne? Wie kriege ich diese verdammte Fackel jetzt an? Hm. Nee, das bringt mir nichts. Das muss doch nicht, das kann doch nicht sein, warte mal. Da ist doch ein Loch und das Loch ist doch nicht umsonst da. Da muss ich doch irgendwie durchkommen. Warte mal, was ist das? Was sehe ich denn da? Hier ist auch irgendwas zum Anzünden. Aber wie komme ich da hin? Von oben vielleicht? Kann ich denn da durch die Löcher schießen? Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Pfeile. Feuerpfeile.
Okay, das geht schon mal. Was passiert dann? Ja, ein fetter Klotz. Und jetzt? Oh nee, wie komme ich denn da rein? Guck mal, ich kann den nicht greifen von hier aus. Das geht schon mal nicht. So. Wenn ich jetzt aber von außen versuche, da reinzukommen, es ist ja eigentlich hier... Oh, ja. Fackel lieber nicht benutzen. Es ist ja eigentlich hier... Wenn ich das jetzt nochmal drehe... Der Eingang muss doch hier irgendwo sein. Warte mal, der Schwanz dreht sich ja nicht mit, glaube ich. Wenn ich mir das nochmal genau angucke... Ich komme da nicht durch, nee. So rein komme ich da auf keinen Fall. Ist hier nicht irgendwo ein Eingang? Wie komme ich denn jetzt in diesen Raum da rein? Die Gefahr, dass ich hier feststecke, komme ich trotzdem her? Nein, hier komme ich nicht lang. Oh, oh, oh. Oh nein, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Aber Fakt ist schon mal, ich komme hier nicht in sein Inneres rein. Nee, nee, nee. Wenn ich schon mal bin, genieße ich mir die Aussicht. La, la, la. Oh nein. Ja. Schön tot, ne? Es ist doch jetzt nur noch ein einziger Schalter. Finde ich den nicht. Und krieg ich den nicht. So. Was ist hier los? Mach hier schon mal? Warte mal. Okay, das zu drehen bringt nichts. Nein, außer dass mir schwindelig wird. Oh mein Gott. Da wird einem echt schwindelig bei, wenn er sich dreht und man hier auf so einer Plattform steht, wo sich eigentlich nichts bewegt. Also ich komme hier nicht mehr weiter. Aber vorhin habe ich es auch gefunden. Komm. Jetzt nicht aufgeben. Ich muss da irgendwie rein. Ich will da rein. Oh, komm schon. Hey, ist hier wieder was offen? Neue Kiste? Okay. Ach so, die Fackel schon wieder. Okay, lassen wir die jetzt mal stehen. Die brauchen wir nicht. Also. Da ist... Ach, warte mal. Da ist jetzt auch... Hey. Und jetzt? Was kann ich damit machen jetzt? Wie kam das Ding da rüber? Ach, ich habe ja gedreht. Hier ist ein Durchgang. Guck an. Ist ein Durchgang. Nur die Frage, was da einem bringt. Ja, irgendwie nichts. Ja, das Problem ist, ich kann da nicht viel sehen. Oh, ich komme sogar in die Flammen rein. Warum? Weiß ich jetzt auch nicht. Ist normal. Soll das irgendwas bringen, dass ich in den Flammen drin bin? Nein. Ach, dahinter kommen wir auch nochmal. Okay, alles klar. Ich fahre jetzt hinter den Flammen lang. Wo bin ich denn da jetzt gelandet? Ich bin jetzt irgendwo da hinten in den Käfig. Scheiße. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Aber hey, es hat schon mal sich was getan. Nur ist die Frage, wo ist das Ding jetzt? Komme ich jetzt nicht mehr ran? Alter, ich komme da nicht rein, ne? Warte mal, ich drehe nochmal. Ich drehe nochmal. Vielleicht kommt das Ding ja wieder zurück. Ist es doch, oder?
ist das Ding. Es ist wieder, aber ich komme nicht ran. Oder doch? So. Also das bringt nichts. Weiter. Nein. Auch nichts. Es muss doch irgendwas damit zu tun haben. Das wäre doch nicht umsonst hier, oder? Ja, das kannst du nur bewegen. Hoch, runter. Nicht klar, ne? Ich komme nicht klar. Ich drehe das nochmal. Auf die Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Oh nein. Oh nein, so nicht. So nicht. Zurück. Na, den Ball kann ich auch nicht verwenden, oder doch? Nein, den Ball kann ich nicht verwenden. Ey Leute, ich habe echt wieder keine Ahnung, wo ich hin muss mit dem Ding. Was mache ich mit dem Teil? Raus geht nicht. Nein, es ist wieder weg. Ich drehe nochmal. Ich drehe nochmal durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Das Teil ist jetzt im Feuer, oder was? Kommt doch nicht mehr zurück. Kann das sein? Ich verzweifle hier noch. Da kam das Ding her. Ja. Gut. Das da reinzustopfen wäre, glaube ich, auch ohne Sinn, oder? Das, wenn ich das da reinstopfen würde, was soll das bringen? Das Ding ist ja einmal sowieso erstmal weg. Ich weiß nicht, wo es ist. Wäre man da normalerweise irgendwie reingekommen oder nicht? Für mich sieht das so aus, als ob man von unten irgendwie reinkommt. Nee, ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Es muss doch einen anderen Weg geben. Kommen hier irgendwo lang? Nein, scheinbar nicht, oder? Nee. Ich verzweifle. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ein Grund, dass die Dinger so schnell zugehen. Irgendein hat das Sinn. Für mich ist gerade nicht. Aber okay. Warte mal. Das bringt scheinbar nichts. Nee, das funktioniert auch gar nicht. Jetzt habe ich ja schon mal die coole Erkenntnis gefunden, dass man hier durch kann irgendwie, aber wie?
Nee. Ich habe echt keinen Plan. Es muss doch einen Weg geben. Sag mir auch nichts. Sag mir auch nicht zu. Dieses Rumgedrehe bringt ihr irgendwie gerade auch nichts. Warte mal. Ist das? Nein, das ist der Eingang. Okay. Ah, nee. Warte mal, wenn ich jetzt zum Eingang gehe. Und das etwas? Ich glaube nicht. Aber warte mal. Jetzt kann ich in den Raum gucken, oder nicht? Jetzt kann ich in den Raum gucken. Vernünftig. Wo ist denn jetzt das Teil eigentlich hin? Es ist weg. Die Frage ist nur, bringt mir das jetzt was, dass ich da hingucken kann? Das Ding ist weg, scheinbar. Ist da oben? Auch nicht. Ich frage mich trotzdem nur, wo das Ding hin ist. Und ganz ehrlich, es muss irgendwas... Ist das hier? Nee, es ist nichts. Es muss doch irgendwas mit das... mit diesem Teil zu tun haben, was ich jetzt hier weggekickt habe. Ich versuche mal was aus. Ich gucke mal, ob ich das, wenn ich das neu lade, ob sich das Ding wieder resettet. Verlassen. So, wo bin ich jetzt hier? Okay, nochmal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das Ding wirklich resettet und da wieder vorliegt oder nicht. Es muss doch einen Weg gehen, das Ding da rauszuholen oder so. Also irgendwie kapiere ich das einfach nicht. Leute, ihr denkt wahrscheinlich, Mann, ist der doof, Alter, der ist doch so behindert. Aber, ganz ehrlich, wie soll man es machen? Warte mal. Also, das Ding ist jetzt wieder... So. Zack. Mal anzünden. Jetzt,
Ja, jetzt komme ich ja wieder nicht ran. Warte mal. Nein, das geht nicht. Alter. Alter, ich bin so behindert. Oh, nee. Oh Gott. Leute. Leute, ich flippe aus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ging ja wohl nicht einfacher, oder? Ah, ich bin so behindert. So, jetzt das nächste. Jetzt sind wir hier drin. Alter, Gott sei Dank. So, wie kriegen wir jetzt das Feuer aus? Warte mal. Jetzt könnte ich es doch mal drehen, oder? Ah, gucke mal. Gucke mal. So, jetzt bin ich drin. Jetzt drehe ich nochmal. Alter. Leute, ich wäre schon beinahe ausgeflippt, wenn ich... Das Ding hier habe ich echt nicht hinbekommen, ne? Das gibt's nicht. Alter, krass. Boah. Auf den Stress muss ich jetzt erstmal sagen, Leute, ich kann nicht mehr. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Jo. Aber bleib wachsam, Bruder. Alles klar, Digga. Ich danke dir vielmals. Wir gehen auch gleich hin. Aber das kann ich mir jetzt echt nicht mehr reinziehen. Ich bin gerade total fertig. Ja, Leute. Ich danke erstmal, dass ihr hier wieder zugeguckt habt, wie behindert ich auch bin, aber Leute, ich sage euch, nächste Folge wird besser. Dann machen wir die Leute erstmal, machen wir diese komischen Gegner hier total fertig und dann geht's ab nach Zuganon. Den machen wir jetzt auch platt, weil ich habe jetzt richtige Wut auf den. Den mache ich jetzt kaputt. Warte, kaputt, Junge! So, Leute, danke fürs Zuschauen und falls euch gefallen hat, lasst mir einen Kommi da, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge bei Zelda Breath of the Wild. Ciao!